Und damit willkommen zurück zu Star Wars Outlaws. Ich habe eine kleine Pause gehabt zwischen der letzten Episode und dieser. Andere Sachen gespielt. Und ich meinte, wir hatten ja in der letzten Episode da diesen Auftrag, um herauszufinden, wie diese Spiele da getürkt werden. Und ich meinte, der Marker passt jetzt auch noch. Ich bin die Weile im Sabak-Spiel soll der Pikes. Das ist irgendwo da hinten. Ah, dann schauen wir doch mal. Ah, einfach schön hier. Suchen Sie etwas Bestimmtes? Nö, eigentlich nicht. Ich will erstmal in das Viertel da rein. Die hier gehört zu uns. So. Da rein? Nö. Wo geht's da rein? Was ist? Was haben wir hier? Da haben wir Goodies. Dankeschön. Ah, sieht nicht nach Eingang aus. Das ist eine vielleicht? Okay. Komm schon, Wheela. Du kannst es dir doch leisten, mir zu helfen. Ich weiß, wie viel du gewonnen hast. Ich sag doch, ich kann nicht. Und das soll ich dir glauben? Ich sehe doch, wie viel du absahnst. Das muss Wheela sein. Zuhören. Ich glaube, wir brauchen diesen Datenblock, Nix. Es so einfach wird. Ja gut, einmal raus hier. Da ist sie. Nix. Hol die Beute. Sehr gut. Dankeschön. Bring alle Gewinne der Rennen zum Übergabepunkt. Verlasse Myra über die Straße nach Norden und geh zum kleinen Hof hinter der Brücke. Rede mit niemandem. Okay. Du hast nichts gesehen. Okay, wir sind draußen. Surat, ich habe deine Gewinnerin gefunden. Sie heißt Wheela. Aber sie ist nur ein kleiner Teil eines größeren Betrugs. Du bringst mir nichts als einen Namen. Und ein Ort. Sie trifft sich mit jemandem, um die Gewinne zu übergeben. Auf einer Farm außerhalb von Myra. Dann wirst du wohl auch an diesem Treffen teilnehmen. Ja, ja, ich bin dran. Erstmal den Ausgang wieder finden. Beziehungsweise kann ich eine Schnellreise machen. Hierhin, Schatz, folgen. Nö, sieht nicht so aus. Naja, Ausgang ist ja schon mal da. Sir, Speeder, komm mal her. Wo ist er? Hä? Okay. Diese Übergabe wird natürlich ganz... Ganz so die Probleme laufen, wollte ich gerade sagen. Da unten war das doch mit dem Wasser, oder nicht? Ja... Wir brauchen noch Upgrades. Da war ja was. Na,
Frage ist, wie komme ich da jetzt am besten hin? Ah, hier. Ich bin da. Sie sollten sich im Moment treffen. Gut, keine Fehler. Ich versuch's. Da oben? Ah ja. Der sieht ein bisschen sus aus. Ah, Beobachtungsposten. Ziemlich viele. Alle Kredite sind da. Ich hab's zweimal geprüft. Ich sehe trotzdem nach. Ach, da ist Wheeler. Aber mit wem spricht sie? Ich muss näher ran. Wir müssen leise sein, Nix, um zu hören, was da vor sich geht. Also ich darf keine auf Haut drauf machen. Wenn ich reich bin, brauche ich das nicht mehr. Schade. Die Pikes verdienen Respekt. Oh. Ich bin so fertig. Ja, das wirst du gleich wirklich sein. Cool. Das ist so einfach jetzt laufen wird, dass wir einfach hier so runtergehen. Was war nochmal der Sinn B, ne? Da sind zwei hier drin. Wie kann ich euch belauschen? Das macht keinen Spaß. Ja. Du warst nicht vorsichtig genug. Du machst Geschäfte mit den Pikes, was? Ich soll nicht vorsichtig gewesen sein? Ich hab nur deine Anweisungen befolgt. Und ich folge meinen. Ja, genau. Oh. Hat sich das Problem wohl erledigt. Warum stehst du auf? Also verlasse das Gebiet. Ist jemand in der Nähe? Tja, aber nur weil sie tot ist, ne, diese ganze Spielerei nicht vorbei. Die Pikes stecken dahinter. Ich glaube, sie manipulieren die Rennen. Wie machen sie das? Die finden doch in Kanto Byte statt. Ich weiß nicht, aber ich werde ihre Aktivitäten beobachten und es rausfinden. Die Pikes betreiben eine Kristallmine hier auf Akiva. Da kannst du anfangen. Warum in der Kristallmine? Machen das für einen Sinn? Karte. Ja, gut. Speeder. Bist du bereit? Den mal los. Wow, wow. Die Straßen müssen ja breiter sein. Für mal ist es richtig. Es ist einfach so schön hier. Geheimnis. Pike-Syndikat, gut. Pike-Wachtposten. Gut. Es ist sehr gut, dass wir so einen tollen Ruf mit ihnen haben. Ja, das wäre alles stehlen. Sie gucken aber gerade nicht, ne? Ich wurde mal von Imperialen geändert und musste meine ganze Gewürzlieferung abwerfen. Ich hasse Machtdienst. Okay. Jetzt geht sich das aus, dass ich da das Schloss überbrücke. Hm.
Oder könnte das zu viel sein? Ich würde die Dinge hier anders in die Hand. Ich probier's mal. Hören wir mal. Komm, komm. Schön. Nice. Okay. Ja, das will ich mal hoffen. Halt dich fest, Six. Wobei, warte mal. Was sind da? 474 Meter. Holen wir sie uns nix. Oh. Hier sind sie jetzt nicht so happy. Irgendeine Ahnung, wonach ich hier suche? Wenn die Pikes auf manipulierte Rennen setzen, müssen die Siege irgendwo aufgeschrieben sein. Such nach einem Datenblock. Die Pikes haben sich also in dieser alten Ruine eingenistet. Ziemlich abgelegen. Ja, aber warte mal. Ich tue jetzt mal ganz kurz speichern. Ich kann nicht speichern. Okay, cool. Ich brauche nur schon leise Kontrolle. Also. Man erzählt sich so einiges über sie. Cool. Ja, dann laufe ich da jetzt einfach mal rein. Es ist jetzt gerade sehr gut, dass wir mal da einen guten Ruf haben. Ah, Stichwort Ruf. Wie sieht es eigentlich gerade aus? Ja, sehr gut. Die erste Runde macht wieder Ärger. Gut, ich geh da mal weiter rein. Das sieht geil aus. Stimmt. Moin. Muss ich denn noch hier bleiben? Tja. Ich mach da mal ganz kurz ein Foto. Das sieht einfach schön aus. Was? Nein, abbrechen. Dankeschön. Servus. Gestern habe ich 800 Kredits beim Vertierrennen gelassen. Vorerst, ja. Ich würde natürlich gerne einfach mal die Schatzkisten mitnehmen. Servus. Ja gut, gehen wir mal der Mission nach. Gestern habe ich 800 Kredits beim Vertierrennen gelassen. Was? Drücke Z, um die Bahnbrecher zu rufen. Warum sollte ich das tun? Ich mach's einfach mal. Oder ist das mehr so generell ein Feature, dass ich jetzt dort auf mein Schiff kann? Der Fahrtrieb befindet sich auf dem Datenblock. Tja. Ich glaube, hier werden wir nichts finden. Muss irgendwo unten sein. Dann darf ich mal was Wichtiges machen. Doch da oben? Hier ist auch das Suchbereich. Aber hier ist nix. Oh, da. Schaut gerade jemand? Nee. So, ich leite die Identität des Gewinners in der nächsten Fahrtierrennen weiter. Schicke das Geld direkt an Arlen und selbstverständlich solltest du nicht über die offiziellen Casino-Kanäle kommunizieren. Shadix Surf steht bei uns auf der Gehaltsliste und wird deshalb das nächste Rennen gewinnen. Wir haben, was wir brauchen. Okay. Gehen wir nix. Bevor ich mich bei Surat melde, sollte ich vielleicht überprüfen, ob die Infos zum nächsten Rennen nützlich sind.
Ja, mit selber wetten, ne? Das Alcazar, Myra. Schau mich hier noch mal ein bisschen um. Heute Abend vielleicht eine Runde Schabank? Weiß ich noch nicht. Weiß ich noch nicht. Das ist mir zu eng. Ja, doch, ich. Komm, geh mal ein bisschen weiter. Was für eine Zeitverschwendung. Dankeschön. Ja, haben wir hier drin was? Ja, das ist der Minenbereich hier. Oh, geil, Kiste. Einfach. Fuck. Jawohl. Nice. Okay. Eine Kiste gefunden. Danke. Okay. Ja, und da geht's wieder raus. Ja, that's the exit. Karte. Müller, Schnellreise. Na komm. So, Schiff ist auch wieder da. Kann ich Schnellreise noch da hinten machen? Wo war das? Yes, ich kann. Und jedes Mal, wenn ich Schnellreise mache, beschwert sich wieder OBS. Moin. Teste den Tipp. Okay. Wie sieht's auf der Rennstrecke aus? Moment. Wer war das jetzt, der gewinnt? Es gibt einen Hinweis auf den Namen des siegreichen Jockeys. Also Vinny's Chadwick Surf. Ach, da ist er. Er. Auswählen. Einsatz 50. Er gibt Gas. Nice, nice, nice. Du schaffst das. Das sieht sehr gut aus. Geil, 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 geil. Ach, die laufen doch mit Absicht langsam. Oh, 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 oh. Nein, nein, nein. Ah, gut. Yes. Nice. Die Info war richtig. Dann spreche ich jetzt mal mit Surat. Wo war das... Aber es war doch irgendwo da hinten runter, ne? Oh, der Roboter ist weg. Genießt du deinen Gewinn? Was willst du? Wir wissen, dass du für Surat arbeitest. Wir wollen, dass du ihn im Dunkeln lässt. Zahlt ihr was? Natürlich. Und solange er nichts von unserer Abmachung weiß, wirst du belohnt. Gut. Ich denk drüber nach. Oh. Ja gut, ich will mit den Pikes natürlich einen guten Draht haben. Ist natürlich schlecht für ihn.
Servus. Servus. Ach, da ist er. Die Frage ist, wenn ich jetzt einen anlüge, ob er das doch schaut. Du hast dir Zeit gelassen. Gar nicht. Tja, die Pikes mögen es nicht, wenn man bei ihnen herumschnüffelt. Was hast du herausgefunden? Decken. Die Spur war kalt. Wenn es irgendwelche Beweise gab, sind sie inzwischen weg. Na, da hätte ich aber mehr von dir erwartet, Kay. Hey, wenigstens musst du dir keine Sorgen wegen dieser Betrügerin machen. Sie kommt nicht mehr ins Alcazar. Das war nicht dein Auftrag. Und jetzt verschwinde. Ich kann Versagen einfach nicht ausstehen. Danke. Shit. Das ist jetzt bei den Hutten. Die Hutten schicken uns eine ernste Warnung. Sie haben uns auf dem Schirm. Schon gut. Ich weiß, was ich tue. Das hoffe ich. Ja, wir müssen mit den Hutten mal ein bisschen was Positives machen. Aber wenn wir so eine ähnliche Mission haben bei ihnen, mich bei den Pikes melden. Ist indessen halt schwerer, ne? Oh, Moment mal. Wo war das? Aufträge ansehen. Ah, seh dich um. Was haben wir da? Liefert die Waren, Schnellreise eingeschränkt. Ecke das imperiale System. Sollte man das mal machen? Liefert Waren schnell ab. Das war doch das Pike-Symbol, ne? Ich schau mal ganz kurz nach. Du kommst. Ruf. Ja. Und Hutten. Oder machen wir mal ein bisschen einen Auftrag für die Hutten, damit wir zumindest auf neutral gehen. Wieder. Ja, warte mal ganz kurz. Überlegt? Ja. Aber sonst kommt Downside auf eine andere Fraktion, so wie es aussieht. Liefere die Waren ab, ja. Folgen. Ha, so leicht hast du noch nie Kredits verdient. Hey, ND5, ich habe einen schnellen Auftrag angenommen. Surat wusste bereits, dass die Pikes Rennen manipulieren. Aber ich habe dafür gesorgt, dass ihr nichts über Arlen weiß, euren Kontakt in Kanto. Gut. Damit können wir arbeiten. Gute Entscheidung, Kay. War mir ein Fest. Hey, ND5, ich habe einen schnellen Auftrag. Ah, ja. Ich sehe mich nach ähnlichen Aufträgen für dich um. Sag Bescheid, wenn du interessiert bist. Alles klar. Klar. Danke. Gut. Wir müssen zu unserem Schiff. I guess. Was ist ein Versuch? Irgendwer im Müder gibt es in der Sabak-Spitze mit hohen Spiel einsetzen. Nö, das interessiert mich jetzt weniger. Stellenreise. Wie geht's? So. Gut also. Gut. So, starten. Gut, dann los. Diesmal gar nicht so fett die Wolken. Moin! Also, nach da hinten.
Supersprint hier. Warte mal. Ist hier irgendwo Party? Jo, da ist Party. Wir von außen die Party mal. Einfach nicht einmischen. Schneller Auftrag und gut ist. Ich sag mal eine willkommene Abwechslung, neben den Imperium-Basen da einzunehmen. Das erinnert mich voll an Star Trek, ey. Für den Objekten auszuweichen. Wo ich in Star Trek nicht so gut bin. Wow, 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 wow. Hier die Fracht. So, einmal scannen. Vorne? Okay, da wären wir. Sehr schön. Okay, Nummer 1. Machen wir nochmal einen Ping. Da vorne. Was war das? Eine Übertragung. Mindestens 20 Zyklen alt. Von wem? Worum geht's? Keine Ahnung. Ohne das Dekodiermodul können wir sie nicht entschlüsseln. Okay. Was ist mit der Fracht hier? Hier sind Minen ausgelegt. Oh. Okay. Kann's aber immer noch nicht bergen. Bergen? Okay. Sehr gut. Irgendwo da unten noch. Weiter links. Wo ist denn das? Warum ist jetzt hier so dunkel? Kannst du dich mal kurz drehen? Oder? Achso, nein, das heißt, es ist schon geöffnet. Sonst nichts da. Autsch. Meine Schuld. Sorry. Es war nur eine Frage der Zeit, bis es passiert. Okay, und tschüss. Eröffne das Feuer. Festhalten. Was? So ein Scheiß. Fuck. Alla. Nein. Oh. Wir haben den Check verloren. Alla, das sind voll viele. So eine Scheiße! Die treffen uns, Kane. Ja, ich weiß! Ich bin so schlecht in... Oh. Wir haben den Aufzug. Komm, 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 komm! Nichts gut! Scheiße! Es ist alles kacke. Ja. Hat nicht funktioniert. Super. Okay. Zu deiner
überwinden. Wir nehmen Schaden. Komm, 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 komm. Scheiße. Wir werden getroffen. Von links. Verstanden. Oh, scheiße. Wir treffen uns, Kay. Komm, 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 komm. Wir sind getroffen. Ja, fuck. Verloren. Scheiße. Geht mir von links. Schon dabei. Ich muss es mit den Raketen anders planen. Okay, wisst ihr was? Wir hauen hier ab. Tja, schade. Feind hinter uns. Ja, okay. Ich glaub, das behalten wir. Nö, das glaube ich nicht. Das war sowieso total im Arsch, aber okay. Sind schön mit Profis zu arbeiten. Ich überweise dir die Kredits. Nice. Immerhin, sind wir dürftig. Schlecht. Fähigkeit. Was soll ich da machen? Reduziert die Geräusche. Ah. Ja, komm, mach. Reus, vielen Dank. So, können wir weg. Danke. So, kann ich eigentlich von hier aus Schnellreise machen? Dass ich zum Beispiel sage... Ah, Ort öffnen. Dann kann ich jetzt sagen, hier runter. Ah ja, Schnellreise. Besorge einen Hydro-Repulsor vom Termin. Sieh der Hinweis im Fähigkeitenmenü nach. Folgen. So, Schnellreise. Landen bitte. Cool, danke. Du hast doch gemeint, du hast Aufträge, ne? Warst du schon auf vielen Planeten? Ja. Welcher war der seltsamste? Sie waren alle wirklich einzigartig. Okay, und das Seltsamste, das du je getan hast? Ich habe einer Diebin erlaubt, eine Reihe bedeutungsloser Fragen zu stellen. Wow. Also kann ich vielleicht noch eine stellen? Nein, ich werte das mal als ein Nein. Du bist aber nett. Ich gehe raus. In Ordnung. Ah, er ist doch mit mir. So, let me see. Karte. Karte, 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 Karte. Folgen. Wie sagt der denn Hyperrepulse von Temmin? Hydro-Repulsor. Fähigkeitenmenü. Fähigkeiten. Terminativ.
Auf Karte zeigen. Irgendwo hier. Entschuldigung. Es ist da oben. Dankeschön. Ach, das ist das, wo wir vorher gewesen sind. Alles klar. Kanten Mehrzahl. Thurman hat sich tagelang nirgends blicken lassen. Er ist auch nicht in seiner Werkstatt. Wo ist dieser Junge hin? Habt ihr Thurman gesagt? Ich suche nach Thurman Wexley. Ich bin Esmel, seine Tante. Das ist meine Partnerin Shireen. Wer bist du? Ich heiße Kay. Ich brauche einen Gleitermod. Arbeitest du für Surat? Nein. Für wen dann? Doch nicht für die Pikes. Sehe ich wie eine Pike aus? Ich will nur einen Mechaniker. Tut mir leid, Kay. Wir sind alle etwas angespannt. Thurman ist mal wieder verschwunden. Wahrscheinlich ist er unterwegs, Schrott sammeln. Sagte er zumindest. Er könnte wieder in Schwierigkeiten stecken. Ich könnte ihn suchen. Wo findet man hier den besten Schrott? Am See gibt es einen alten Schrottplatz. Versuch es doch da mal. Werde ich. Danke. Ja, das ist ja schon mal ein guter Hinweis. Aber warum macht man Schrottplatz am See? In welche Richtung? Die Richtung. Warst du kürzlich da? Moin, moin. Ach, das war der Typ mit dem Rennen. Nö. Was siehst du da? Okay. Sidley. Wieder? Komm her. Ach doch. Ui, Kleiner. Alles gut. Wie fahren wir so ins Blaue? Oh. Yay, Performance. Ja, bis zum Ende, wo ich das durchgespielt habe, wird sich das mit den Performance-Problemen noch nicht gelöst haben. Ist so meine Vermutung. Warte mal, geht's da nicht zu der imperialen Basis? Der Weg kommt mir sehr bekannt vor. Das wird garantiert noch mal passieren, dass ich mit einem wieder frontal zusammenfache. Ja, den Weg sind wir schon mal gefahren. Hui! Aha. Oh ja, das wird Ärger mit dem Imperium geben. Okay, Performance ist komplett am Ende. Moin. Okay, ich glaube, wir sind gleich da. Oh, so viele Secrets hier. Wow, 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 wow. Na toll. Festklammern, Kumpel. Shoot. Da haben wir uns schon mal angekündigt. Sehr geil. Oh, wow. Was? Ernst? Du kannst nicht schwimmen? Okay. Hier ist
so eine seltsame Klippe. Ich nehme an, du sprichst vom Hexenfinger. Was? Um ihn ranken sich zahlreiche Legenden. Die gehen sicher alle gut aus. Bitte sag mir, dass ich da irgendwie rüberkomme. Dann machen wir mal ein bisschen Krach. How? Wie? Hey, das Spiel ist manchmal komisch. Die sind halt so weit entfernt. Das erste. Ja, oh, wie viel? Ah, da haben wir noch ein paar. Jetzt wird's laut nichts. Ach Mann, ach, kann doch nicht wahr sein. Alter, wie viel hält der aus? Los! Alter! Kannst du mal sterben, bitte? Hol sie dir! Ey, das gibt's nicht. Das kann's doch nicht sein! Das kann nicht sein, dass der nicht umtippt. Oder das nächste Mal mit einer Granate. Stichwort Granate. Falls eine Granate, das war die 4. Niemand hat Tennen vor mir gefunden. Griff, die sehen uns. Funktioniert irgendwie gleich gut wie vorher. Sonst noch einen? Gar nicht mal schlecht. Okay. So, und jetzt ist er auch down gegangen. Okay, erledigt. Ich verlasse nichts. Hallo? Ist da jemand? Ja, Moment. Irgendwelche gut. Ja. Explosivsachen. Wahnsinn. Hör mal, wenn du mich abziehen willst, sowas Leute waren schneller. Alles gut, alles gut. Ich bin eine alte Freundin von Gedeek. Ich heiße Kay. Gedeek hatte ich nie erwähnt. Ja, überrascht mich nicht. Aber er sagt, du kannst meinen Schlitten modifizieren? Ja. Ja, sicher. Ich habe alles, was du brauchst. Markflossen, aufgebohrte Sensoren, Verstärkerspulen. Wie wär's mit einem Hydrorepulsor? Oh. Nein. Warum? Wie wär das doch gleich mit alles, was du brauchst? Ich meine, ich kann dir den Repulsor dran bauen, kein Ding. Aber ohne gute Durastal-Streben bricht er in ein, zwei Tagen ab. Und du hast keine Streben? Nicht seit Surats Leute hier waren. Haben meine besten Teile auf ihre Insel gebracht.
Ich mach dir einen Vorschlag. Bau mir doch den Repulsor schon mal ein. Und ich besorge dir die Streben. Das war ja klar. Viel Glück, hey. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal nicht unter. Okay. Na gut, ich würde mal sagen, das machen wir dann in der nächsten Episode. Es ist schon wieder an der Zeit. Hat Spaß gemacht. Und mal gucken, was uns da gleich auf dem See dann erwarten wird in der nächsten Episode. Bis dahin, macht es gut. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.